Das Beste Wissenschaft ist das, die uns dazu hilft, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen. Denn man sagt auf Arabisch, Sharaful ilmi min sharafil ma'lumi bih. Die Ehre eines Wissenschafts, die Ehre einer Wissenschaft ist in der Ehre und der Stellenwert, worum es in diesen Wissenschaften geht. Und in den Koranwissenschaft geht es um den Koran. Und das ist mein erster Preis jetzt für euch. Wer kann mir den Koran definieren? Komplett. Man will mal mit Bonbon verteilen. Aber schneller, weil wir haben nicht so viel Zeit. Koran definieren. Was ist Koran? Laut Al-Sunna und Jama'a, Glaubenslehre. Was ist Koran? Komplett. Also wir gucken Leute, die sich nicht beteiligen. Hast du Angst? Hein? Koran auslegen. Koran, was bedeutet Koran? Tadschikische Brüder, Mashallah. Deutsch verstehen oder Russisch? Nein, nein, nicht du, die hinter dir. Oder Russisch? Russisch, ich verstehe nicht. Verstehen, sehr schön. Wer kann Koran definieren? Abdullah, ja. Also der Koran ist das Wort Allahs. Kalamullah. Kalamullah, das erste Schritt. Offenbart ist richtig, das heißt, Al-Munazzalu ala Nabiyyina wa ala Abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der herabgesandt worden ist auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir ausschließen, alles, was auf anderen Propheten herabgesandt worden ist. Ja, das sind zwei Sachen jetzt. Das Wort Allah, Kalamullah, Al-Munazzalu ala Nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, das muss noch kommen. Masha'Allah. Der Bruder Hamza hat gesagt, Al-Muta'abbadu bi qira'ati, das heißt sein Lesen oder womit wir sein Lesen selbst ist eine Ibadah. Das Lesen vom Koran selbst kommen wir damit direkt Allah näher. Das ist eine Ibadah, damit man unterscheidet von der Sunna, von Hadith. Weil Hadith ist auch eine Offenbarung Allah, die eigentlich von Allah sind, auch ein Wort Allah, die auch vom Propheten Muhammad abgesandt worden sind. Damit man unterscheidet von Hadith, besonders Hadith Qudusi oder Hadith Ilahi. Okay, wer fügt noch was? Rechtleitung für die ganze Menschen. Wenn wir so anfangen, dann werden wir so viel auflisten. Definition nur um unterscheiden, Glaubenslehre an. Das ist richtig, Rechtleitung für alle Welten, Rechtleitung von Muttaqin, aber das sind nur Eigenschaften. Die letzte Offenbarung und die vorige Offenbarung war. Haben gesagt, Al-Muhaiminu ala ghairi, Al-Musaddiqu lima bayna yaday, wal-Muhaiminu alayhim. Das heißt, er bestätigt alles, was davor offenbart worden ist, aber er zwingt denen, er bezwingt denen. Das heißt, die sind alle in ihm drin. Das ist richtig. Aber das sind nur Eigenschaften, das ist eine Glaubenslehre. Masha, das ist für Nakel, das ist aber später, richtig, das ist aber später Ansicht. Das ist nur die Definition, das ist wie der Koran zu uns gekommen ist. Aber das machen wir nicht, weil wir machen ja keine Koranwissenschaft. Eigentlich hätte man eigentlich Usul, Ulum und Koran machen. Aber wir machen Tafsir, nur wegen Koran. Ja, bitte. Geschichte von Propheten. Ja, da drin ist viel, ja, richtig, ja, da drin ist viel. Aber wir haben nur Definition, wir haben gesagt, Kalamullah. المنزل على عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته weil das macht ihn besonders von den anderen. Was haben wir noch gemacht? المصدق لما بين يديه والمهيمن عليه. Er bestätigt alles, was davor war, und er bezwingt die alle. Eine Sache brauche ich noch mit dem Wort Allah subhanahu wa ta'ala, weil es gibt eine Gruppe von den Firak, dass sie auch bestätigen, dass das Wort Allah, aber nicht wie es sein sollte. Just. Nochmal? Ja, unerschaffen, das heißt, kann man auch so sagen,
منه بدأ. Von Allah hat es angefangen. Allah hat ihm gesprochen. Ha? Ist das, weil die anderen sagen das Wort Allah, aber die sagen das Wort Allah, so sagen ein seelisches Wort. Oder die sagen das Wort Allah, Allah hat das empfunden in sich selbst und hat es in Sidrat al-Muntaha gemacht. Und die hat gesprochen. Oder bei Jibril a.s. und der hat gesprochen. Weil die bestätigen ein Kalam für Allah, ein Wort, das Allah spricht. Aber die sagen, die spricht nicht eine deutliche Sprache, spricht nicht mit Stimme, sodass man hört, sondern eine innerliche Sprache. Kalam und Nafsi, wal-Iyadu bil-Hab. Allah subhanahu wa ta'ala, يقول منه بدأ أو تكلم به الله بحرف وصوت الله hat es gesprochen buchstäblich und mit Stimme. Das heißt, wer ist der Erste, der gesagt Alhamdulillah? Ist Allah. Und keiner kann Alhamdulillah so sagen, wie es für Allah gebührt, außer er selbst. Deshalb sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Wir können dir nicht so loben, wie es für dich gebührt. Vielmehr nur du selbst kannst du dich so loben, wie es nur für dich gebührt. Min Hubada, von ihm hat es angefangen. Oder man sagt, er hat Allah das gesprochen mit Buchstaben und mit Laut oder mit Stimme. So wie es ihm gebührt. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Aber manche auch Gelehrte fügen hinzu, Min Hubada, von ihm ist angefangen. Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen aufstehen und der Koran ist hervorgehoben. Wir finden keinen Koran mehr. Weder in Texte, noch in der Brüste, das heißt auswendig, noch wenn es noch Hindis gibt, Allahu Akbar, noch in Hindis, noch nirgendwo. Die Menschen stehen auf und der Koran ist aufgehoben. Und wenn der Koran aufgehoben ist, dann ist die Stunde. Dann sind die schlimmsten Menschen. Weil dieser Koran stellt einen Schutz. Schutz für die Existenz der Güte. Schutz für die Existenz der Güte. Wenn der Koran aufgehoben ist, dann bleiben nur die Schlimmsten. Solange noch Koran da ist, Alhamdulillah, dann ist die Güte noch erhofft. Noch erhofft bei den Menschen. Das ist erstmal die Vision von Koran. Ne? Und deshalb, weil es der Koran so ist, so die Wissenschaft, die über den Koran sich verbindet, ist die beste Wissenschaft. Und eine von den Wissenschaften, die im Koran sich beschäftigt, ist der Tafsir, die Erklärung. Weil das ist, was wir wollen. Wir wollen verstehen das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen verstehen, was Allah zu uns sagt. Der Tafsir, haben wir letztes Mal gesagt, wie gesagt, mal viele Geschwister waren ja letztes Mal nicht dabei. Als erstes, dass man aufdeckt. Fassar al-Shaykh hat es aufgedeckt. Dieser Moment ist zu. Ich werde es sozusagen aufdecken, indem ich diesen aufmache, dann weiß ich, was da drin ist. Dann verstehe ich endlich, was ein nimmt zwei Bonbon ist. Das ist nur ein banales Beispiel, damit man versteht. Okay, das ist der Tafsir. Und dieser Tafsir, wenn man sagt, Ulum al-Tafsir oder Usul al-Tafsir, Wissenschaft oder Fundamente, das sind die Regeln. Man redet nicht über Tafsir in dieser Wissenschaft, sondern man redet nicht, man redet nicht über Tafsir selbst, Exege. Haben wir gesagt erstmal? Exege. Exegese, ja, das ist nur eine Exegese, das ist nur keine Exegese und Philadelphia, das ist Exegese, Koran Auslegung und Erklärung, sondern es geht ja darum, hier um die Regel, die dazu anwendbar ist, die Fundamente, die man benutzt. Und wir haben ja geredet über die Kategorisierung von dem Koran, Exegese, nochmal, Wissenschaft, oder von dem Koran bezüglich derjenige, der den Koran liest und verstehen will, dann bezüglich, wie das zu uns gekommen ist, wie der Koran zu uns gekommen ist, bezüglich dann die, wie haben wir genannt, Wertibari Asalibi, das heißt, welche Art und Weise oder wie, in welcher Art und Weise man den Koran auslegt. Ist das mit thematisch? Ist das einfach allgemein? Ist das bezüglich ein bestimmtes Thema? Ja, oder ist das vielleicht mit vergleichbar? Und dann haben wir geredet, glaube ich, letztens dann die Richtungen der
Und der Kategorisierung von Koran bezüglich die Richtungen von denjenigen, die alles auslegen. Welche Richtung die nehmen, welche Glaubenslehre, Methodik haben die von Ahl Sunnah oder nicht von Ahl Sunnah und so weiter und so fort. Wir sind eigentlich stehen geblieben bei, und da machen wir inshallah weiter. Für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, wir wollen ein bisschen wissen, was davor war, ihr könnt inshallah nochmal, gibt es die Videos überhaupt? Ja, natürlich, siehst du, sie sagt ja natürlich, das ist selbstverständlich. Wie wagst du es zu sagen, dass die Videos nicht gibt? Hm? Die Videos von letztes Mal, von Koran, Exegese, Wissenschaft, dann wird man inshallah ta'ala finden, was wir letztes Mal besprochen haben. Heute werden wir anfangen mit der ersten Sache, und zwar Turuqu al-Tafsir, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Die Methodik, wie man den Koran auslegt. Welche Methoden gibt es, um den Koran auszulegen? Mohammed, wie hieß du? Abdul Rahman, ist der kalt? Ist der kalt? Ist kein Name, mashallah. Was machst du im Winter? Mashallah. Die Methodik oder wie man den Koran auslegt. Der Sheikh sagt, für die Koranauslegung haben wir insgesamt 6 Methoden. Wie viele Methoden? 6 Methoden. Guck mal, wir nehmen 1, 2. Das ist nur, damit ihr nicht vergisst. 4, 5, 6. 6 Methoden. Ja, dann wissen wir. Die erste Methode ist. Wo wisst ihr das? Habt ihr gelernt schon? Schade, warum mache ich den Vortrag? Ja, gucken wir. Ja. Die Führung des Koranes durch andere Stellen. Mashallah, sehr gut. Dann nimmst du das. Das ist Mashallah heute. Tafsir al-Quran bil-Quran, dass man den Koran auslegt mit dem Koran. Ich sehe schon, die Leute aus München haben das durchgemacht. Ah, ich sehe schon. Den Koran zu erklären durch den Stellen am Koran. Deshalb sagt man, al-Quran yufassiru ba'duhu ba'da. Ma ujmila fi mawdi'in, faqad fussira fi akhar. Wa ma amma fi mawdi'in, faqad khussa fi akhar. Das heißt, der Koran erklärt sich selbst von einer Stelle zu einer anderen Stelle. Wenn eine Sache an einer Stelle allgemein ist, dann findet man die an anderer Stelle speziell. Wenn die andere Sache an einer Stelle unbestimmt gesagt wird, dann wird sie bestimmt an einer anderen Stelle erklärt. Wer gibt uns ein Beispiel? Na, Mekhdar, soll ich wiederholen? Oder willst du? Was willst du denn mit Hand? Hm? Ja, noch nicht. Beeilen wir uns oder was? Ja, das ist alles vorbei, so schnell. Dann ist das langweilig. Nein, noch nicht. Wer gibt uns ein Beispiel? Ein Beispiel von Erklärung von Koran mit Koran. Ein Beispiel. Diese rechte Seite, glaube ich, mashallah, heute AfD und Linke. Da müssen wir aufpassen. Eine Erklärung. Wer gibt uns eine Erklärung? Jenkins, ein Beispiel, Entschuldigung. Bakara, wo gesagt wird, dass Juden, Christen allesamt auch die an die Tat und so weiter glauben, also ungefähr, dass die auch im Paradies sind, wird ja auch benutzt, quasi nur alleinstehend diese eine Ayah, dass man sagt, diese Holzsiegen sind auch im Paradies. Aber es wird ja auch in anderen Ayahs als dagegen gesprochen. Aber das ist nur, dass es keine Kontradiktion oder keinen Konflikt gibt. Aber wir brauchen eine, muss er verstehen, worüber wir gehen. Wir gehen über ein Wort im Koran. Das wird ja in anderen Ayat wird das ja quasi, wir sagen ja Koran und Koran. Und in anderen Ayat wird ja gesagt, zum Beispiel, dass man nicht drei sagen soll. Dass man das ist richtig, das ist richtig. Aber das ist so eine Thematik, die man mit verschiedenen Ayat annehmen sollte und nicht einzeln nehmen. Aber unser Thema, deshalb habe ich gesagt, Beispiel, dann versteht man. Wir wollen nur ein Wort zum Beispiel oder ein Text, der erwähnt worden ist, eine Stelle, wo man nicht versteht, was das ist, aber das wurde dann erklärt an eine andere Stelle sofort. Und nicht über ein bestimmtes Thema, sofort so Wörter. Na, gucken, inshallah, gucken. Bilal, ja, schau. Allah, sagt, das ist richtig, aber das antwortet auf Fragen wieder. Ich will aber
Ich gebe euch Beispiel und dann, oder vielleicht sagt ihr, habt ihr ein Beispiel genommen. Ja, Mohammed. Ja. Und alle sagt zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie zum Beispiel ich fasten will, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in andere Kannst du wieder erklären. Passt, aber nein, ich will eindeutige Sachen, eindeutig. Ja. Iman mit Ungerechtigkeit nicht haben. Das hat Bruder Hussam gestern gesagt. Aber das ist wiederum ein bisschen mit Sunna, mit ein bisschen Koran. Das ist getrickst. Das wird Daoud als letzter. Wir haben nach Suleiman. Gibt es Suleiman hier? Und dann Daoud kommt als erstes, ja. Aha. Obwohl, oh ja, obwohl es Al-Qari'a hier erklärt, aber es auch besser wäre, was Samai wa Tariq, wa ma adraka ma Tariq, an-Najmu al-Thaqib. Und bei dem Himmel und der Tariq. Und was lässt dich wissen, was der Tariq ist? Was ist der Tariq? An-Najmu al-Thaqib. Eindeutig. Diese deutlichen, eindeutigen, glühenden Sterne. Da kann jeder sagen mir, was Tariq ist, aber steht im Koran fest. Aber eines ist sehr schön. Ah, bitte. Beispiel in Surat Maschallah, ein Kopf-Ayat. Ohne 100 sagt die Ayat. Maschallah, wir haben leider, ja. an-Nahl Nein. Wo ist denn die Erklärung davon? Dann. Wo verstehen wir das? Wie kann man solche Dawa aus zum Beispiel nehmen müssen? Dann kommen wir nach Ibrahims, sein Sohn, zu seinem Vater sagt: Oh, mein Vater, macht Ja, aber Tushrik Billah. Ja, das sind aber wieder Art von Methode. Aber ich will eindeutige Wörter. Guck mal, wir lesen alle im Koran: Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Leite uns den geraden Weg recht. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Wer sind denn diese Sirat al-Ladina an'amta? Wer sind diese an'amta alayhim? Ja, an'amta alayhim. Wer sind die? Alle gleich. Ja. Ja, du hast auf Hand. Nein. Hassan, aber das ist nicht. Richtig, aber so was ein Amtalium reden. Abdurrahman. Jazakallah khair. Aber wir reden mit Masal macht Tafsir. Wir haben Koran, mit Koran Stelle. Mit Koran Stelle. Ja. Nicht in Surat al-Tauba, aber. Nein, nein, das ist nicht in Surat al-Tauba. Das ist auch an'amallah, aber das ist nicht. Aber eindeutig, ulaika alladhina was-sadiqina wa hasana ulaika rafiqa. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der andere eindeutig, ulaika alladhina, das sind diejenigen, die Allah seine Gnade erwiesen hat. Wer sind die? Dann erklärt jetzt an anderer Stelle. Min an-nabiyyin, von den Propheten. Was-siddiqin, Wahrheit annehmenden. والشهداء دي مرتيرة ونش كأكفت هم في الله والصالحين und frommen deshalb haben wir in eine Ayah in der andere wird erklärt und das ist der beste Tafsir was einfach ist für heute und jeder kann es lesen von Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti رحمه الله تعالى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن die leuchtenden Beweisführungen in der Auslegung von Koran mit Koran. Okay? Das ist die erste. Die zweite jetzt. Das ist hier. Das zweite Tafsir von Koran mit Isa. Ja, wie nennt man das andere? Mit der Sunna. Oder mit dem Prophet Erklärung. Vorsicht, dieser Kaffee, der jetzt geschüttelt wird. Erklärung von Koran mit der Sunna. Ein Beispiel haben wir von gestern und habt ihr es gerade nochmal gehört. Diejenigen, die Iman verändert haben und deren Iman nicht mit Ungerechtigkeit vermischen. Wer kennt uns noch ein Beispiel? Nur ein, weil wir haben nicht so viel Zeit. Hatte ein Beispiel. Abdullah. Richtig, aber das ist nicht recht Tafsir. Das ist dann Erklärung sofort. Das heißt so, wie man macht. Man sagt, das ist auch der, das ist auch wie Tafsir. Das ist eine Art von Tafsir. Richtig, aber wir wollen Tafsir, das heißt,
dass ein Wort oder ein Text gesagt wird und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann erklärt und sagt zu denen, das ist damit gemeint. Oder? Das ist so damit gemeint. Vielleicht das Beispiel, was wir gestern genommen haben? Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Das wurde aufgehoben. Du warst am Schlafen, glaube ich. Du bist an der Säule. Das ist... Nein, nein. Das haben wir gerade gesagt. Und der Bruder hat gerade auch noch erwähnt. Ja, Mohammed. Ah, nee, wer er sagt, nicht Amran, Harun, oder? Ja, auch der Harun. Alles ist so, Mariam, die Mutter von Isa, was haben die gesagt zu ihr, als sie gebracht hat, Isa, neugeboren, und sie eigentlich keinen Mann hat, und die ist noch Jungfrau? Dann haben sie zu ihr gesagt, ja, Uchta Harun, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Oh, Schwester von Harun, wahrlich, dein Vater war niemals jemand, der bekannt ist mit dem Schlechten, mit Böshaftigkeit. Und deine Mutter war niemals bekannt mit irgendwelchen frevelen Taten. Das heißt, wie bringst du jetzt so ein Kind? Ja, die werfen sie vor, dass sie Unzucht begangen hat. Aber sie haben sich erinnert und gesagt, oh, Schwester von Harun. Manche haben gesagt, wie ist der Bruder von Musa? Harun. Ist dann jetzt Mariam die Schwester von Harun? Jetzt kommt einer, diese Logik. Mariam ist die Schwester von Harun und Harun ist der Bruder von Musa. Dann was passiert, dann was macht man? Dann sagt Musa, dann hat Mariam ist die Schwester von Musa. Obwohl zwischen Musa und Isa ein paar hunderte Jahre ist. Dann kommt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt, was hat er gesagt? Sagt, innahum kanu yusammuna abna'ahum bi anbiya'ihim wa salihi ibadihim. Wahrlich, die Frommen und die Leute, die fromm sind, was machen die? Die benennen deren Kinder mit den Namen von den Propheten und von den Frommen von unter denen. Das ist nicht Harun, der Bruder von Musa, sondern Harun, der Bruder von Mariam. Aber er hat diesen Namen bekommen von seinen Eltern. Und Mariam ist Bintu Imran. Warum kommt der Konflikt? Weil Musa ist auch Ibn Imran. Das ist das Problem noch. Das Gleiche ist Einigkeit bei Vatername und Einigkeit bei der Bruder, sozusagen. Aber sagt, früher haben die immer genannt, mit dem Frommen. So wie wenn ich dich heute frage, wie viel Mohammed vielleicht sitzen hier, sind mindestens 4, 5, 6 Stück. Inklusive der hier sitzt mit euch. Das heißt, dann werden wir sagen, oh Bruder von Mohammed, dann sagt der Prophet Mohammed, nein, weil die haben ihn so genannt. Der Prophet Mohammed hat seinen Sohn genannt. Wie hat seinen Sohn genannt? Ibrahim. Einen gestorben. Abdullah Ibrahim, der ein bisschen gelebt hat und gestorben. Ibrahim. Und Abdullah und Qasim. Manche sagen, Abdullah und Qasim ist die gleiche Person. Das heißt, die haben so genannt, so hat der Professor uns erklärt. So haben wir den Konflikt nicht mehr. Dann haben wir erklärt vom Koran mit der Sunna von Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur als er ein Beispiel erwähnt hat. Es gibt aber zigtausend Beispiele. Wir finden immer viele Beispiele. Von Tafsir, von Koran mit der Sunna. Das heißt, in jedem Sunna-Bücher, Hadith-Bücher, damit ist gemeint, weil wir gestern gelernt haben, jetzt die Sunna ist damit eine Hadith-Wissenschaft. In jedem, bei Bukhari gibt es Bab und Tafsir. Bab, Qawlihi Ta'ala, so und so und so. Kapitel von Auslegung, Tafsir. Kapitel von Auslegung, so und so und so. Bei Sunan Abi Dawud, bei Sunan Tirmidhi, bei Sahih Muslim, alle, immer gibt es extra immer Kapitel für Tafsir. Okay? Erstmal mit Koran und Sunan. Erstmal nicht, das heißt Reihenfolge, sondern wir haben gesagt, da sind jetzt zwei Methodik. Und das sind die unabhängigen, besten Methodik, wie man den Koran erklärt. Denn es gibt keinen, der uns den Koran erklären kann, wie Allah selbst, weil er das ausgesprochen hat. Und es gibt nicht Besseres, der das kennt, was Allah subhanahu wa ta'ala will und was Allah subhanahu wa ta'ala meint, wie der beste Mensch und der Nächste zu Allah und der Beliebste bei Allah, und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist klar? Jetzt kommt die nächste Methode. Was ist die nächste? Kommt nächste Bonbon, bis es leer ist.
dann weiß ich, dass es 6 Stück ist. Also wenn ich gekriegt hat, Bonbon. Ja, da musst du so antworten. Nächste Methode. Tariqa, nächste Methode von Auslegung. Assalamu alaikum. Max? Ja. Aqwalu Sahaba, die Aussagen von den Sahaba radiallahu anhum. Ja, wolltest du sagen. Wollte ich auch dir geben, aber das war schon da. Jetzt die Sahaba radiallahu anhum. Warum die Sahaba radiallahu anhum? Weil auf den wurde Hab gesandet. Weil sie waren dabei. Und der Sahabi sagt, wegen mir wurde diese Ayah Hab gesandet. Weil die Leute sagen, was bedeutet das, was bedeutet das? Sag, wegen mir diese Ayah wurde Hab gesandet. Ich war so und so und so und habe den Propheten Muhammad sallam gefragt, dann ist Hab gesandet, das und das und das. Hat er uns erklärt, Alhamdulillah, hat er uns gespart. Diese ganzen Allgemeinheiten, Uneinigkeiten und alles, weil er uns gesagt hat, wofür. Die haben, deshalb man sagt, die Aussagen von den Sahaba, dass die Gefährte vom Propheten Muhammad sallam ومعاشرتهم التنزيل, dass sie live dabei waren. Guck mal, manche sind jetzt live dabei hier, richtig? Sehen alles. Aber die in Kamera, wenn es überhaupt Leute gibt, sind alle am Schlafen, heute Samstag, mashallah, gibt es Fußball, alles. Die in Kamera, die sehen nur, hier, Muhammad Jaballah sitzt. Allahu alam, was da Hintergrund sitzt, 2 Leute sitzen, keine Ahnung. Und deshalb manchmal gibt es YouTube-Videos, das ist sowieso Green Screen, der sitzt mashallah im Beach oder egal wo und der sitzt bei sich zu Hause. Und die Leute denken, mashallah, was für Bequemlichkeit. Aber der live dabei, er weiß warum. Er hat einen Vorzug. Nicht nur das, Mu'asharatum Tanzil. Und dann auch dann, weil Sahaba sich die meisten auskennen mit der arabischen Sprache. وأن اللغة العربية هي لغتهم التي لا تكلف فيها. Diese arabische Sprache, als sie gesprochen haben, sie haben nicht gelernt, مفعول به منصوب فاعل مرفوع. Sie haben nicht gelernt, Mubtada, Khabar. Die haben so gesprochen, automatisch, so wie die vielen Deutschen hier. Wenn ich die Deutschen frage unter euch, was ist Akkusativ und Dativ und Genitiv und nach welcher Position wird das und das? Ich habe mir keine Ahnung. Aber der spricht Deutsch, der ist Deutsche. Und ich kann kein Deutsch sprechen, aber ich werde in diesem Gebiet, dass ich ihm sage, das ist Akkusativ, das ist Dativ, das ist Genitiv. Und nach von zu oder nach von bis zu kommt dann danach immer Dativ, wenn ich mich erinnere. Dann habe ich da die Regel. Warum? Weil ich Regel gelernt habe. Alle, die nach der Sahaba radiallahu anhum, haben die arabische Sprache, auch die Araber selbst, weil es befremdet worden ist, haben die durch Regel gelernt. Aber die Sahaba haben nicht gesprochen so, haben es verstanden. Nicht nur Sahaba, alle Araber in deren Zeit. Deshalb leider. Die Wahrheit ist, dass Abu Jahl, Walid ibn al-Mughira und diese größten Kufr-Symbole und Götzendiener-Führer haben den Koran mehr verstanden als viele Muslime heute. Haben den Koran mehr Süße empfinden können als viele unter den Muslimen heute. Das ist die Besonderheit, wie gesagt, in deren Zeit. Die haben die arabische Sprache, Mu'asharatum mit Tanzin. Erste Sache, dass die Gefährte vom Prophet Muhammad sallam, dann, dass sie miterlebt haben, wie der Koran abgesandt worden ist. Sabab linuzuli, weil sie waren Grund, warum der Koran abgesandt worden ist, wenn Anlässe gekommen sind und weil sie die arabische Sprache sozusagen so gesprochen haben, von Natur her. Das heißt, von der natürlichen Veranlagung. Und weil die Sahaba radiallahu anhu frei waren von Erneuerung und von Selbst in sozusagen in Erfindungen, sondern immer wenn was nicht klar für die war, dann sind die, haben sich gewendet direkt zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist sehr wichtig, dass diese drei Sachen als erstes, diese drei Sachen ist die Basis von den Tafsir. Vierte Sache. Und du, Rahman, kannst du das? Mashallah. Ja, davor kommt. Ijtihad kommt als letztes. Bei uns Ijtihad kommt. Ijtihad gut, aber jetzt noch nicht. Sohn von. Ist es Abdullah, dein Sohn, der Abdullah?
Zakaria. Ja, Zakaria. Ah. Gelehrten? Nein. Es ist Gelehrten, aber es gibt eine bestimmte Art von Gelehrten, den wir erstmal bevorzugen. Nein, der Richtschule. Das ist vielleicht ein Fiqh, aber auch ein Fiqh sollte man nicht ihm anschauen. Sagst du, oder sein Vater sagt dir falsch, das musst du aufpassen, ja. Nicht jeder darf seinen Vater folgen, immer. Ha? Blind folgen nicht. Tfadl, ja Tarek, ente. Ja. Nein, da haben wir Hadith gelernt. Dann sagen uns, was die Sünde ist. Nein, wer ist die Nächste nach der Sahaba? Ja. Die Tabi'in. Warum die Tabi'in ist besonders? Wurde hier hingesetzt. Tafsir, Koran, mit der Aussage von Tabi'in ist sie bevorzugt. Nach diesen drei, Koran, Sunna und Sahaba, kommen die Tabi'in. Warum? Weil die Tabi'in haben direkt von den Sahaba gelernt. Das ist die beste Generation. Und das ist das meiste, was wir haben. Wisst ihr, was das meiste, was wir heute haben, ist immer von Mujahid und Ata und all diese, die direkt Abdullah bin Musayyib und ähnlichem, die eigentlich Schüler, entweder von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, oder von Ibn Mas'ud, radiallahu an, oder von anderen, die bei denen gelernt haben. مقاتل مقاتل هذا مقاتل كان فبابا بكات في التفسير هاد كزاكت كشاب دن قرآن زي أفت باي ابن عباس فوق ليزن أبا كوم الفي سلف فان باي فوق ليزن فون قرآن هاد نجنو قرآن فوق ليزن لا يمر على آية أجيد كاين آية ناخ حتى يعلمني فيما أنزلت وفيما أنزلت وما فيها من أحكام من حلال ومن حرام. Jede Aya, die er vorbeigeht, er sagt, wofür das abgesandt worden ist, was da drin an Urteile über Gebote und Verbote. So haben die früher gelernt, das ist Tabi'in. Das haben die Tabi'in sind bevorzugt. Ah, Tabi'in hat kein Bonbon gekriegt. Ey, sonst bleibst du, müssen wir noch nicht. Pass auf dein HP auf. Ha? Das ist die Tabi'in, damit man weiß, warum diese Leute die besten Menschen sind. Deshalb der Prophet Muhammad, als er gesagt hat, die beste Zeit, die besten Menschen ist seine Generation und die darauf folgende, und an laut Text noch eine darauf folgende, weil sie das Beste, was dieses Universum, sogar das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, am besten verstehen und auslegen können. Manche sagen, Al-Khayriya murtabita bil-Quran. Was ich euch am Anfang gesagt habe, die Güte ist verbunden mit dem Koran. So ist diejenigen, die sich mit dem Koran am meisten kennen, waren die Besten. Und wenn der Koran aufgehoben ist und wegkommt, wer bleibt? Shirarul Khalq, die Schlimmsten. Die Schlimmsten. Der Koran ist abgesandt worden in einer Nacht, der Anfang von der Hauptsendung. Welche Nacht war das nochmal? Tarek, jetzt bist du dran. Laylatul Qadr. Dann ist diese Layla besser als tausende Monate geworden. Was für Khairi? Ist es abgesandt da? Besser als tausend Monate. Der Koran ist abgesandt worden als welchem Prophet? Auf Prophet Muhammad ist der beste Prophet. Wer hat den Koran gebracht? Jibril ist der beste Engel. Sofort. Der Koran مرتبط بالخيرية. وفقدانه طريق للشر. Der Koran ist verbunden mit der Güte und das Verschwinden der Koran bzw. Entzug vom Koran ist ein Weg zum Böshaftigkeit und zum Schlechten. Versteht ihr, warum heute das Schlechte verbreitet wird? Weil der Koran nicht praktiziert wird, nicht gelernt wird, nicht gehört wird. Das meine ich nur von Muslimen, von allen Menschen. Das ist ein Appell, wie man immer sagen muss. Alle den Koran zu lesen, aber wenn die nicht lesen können, sowieso auf Arabisch, dann zumindest die Bedeutung von dem Koran in der Sprache, was man versteht, bis man jemanden findet, der für ihn den Koran erklärt. Denn jeder wird finden, was ihm anspricht. Ja, so wie wir gesagt haben bei der Kategorie von Koran bezüglich derjenige, der es liest. Na. Fünfter Punkt, Erklärung des Koran.
Viert, ach so, fünfter, bist du seid ihr, habt ihr eilig heute? Ja, bis mal da. Ich dann gesagt, er soll aufhören zu labern, dieser Mann. Jetzt muss ich ja weiter. Ja, machen. Gelehrte nehmen die Aussagen, die können leider den Koran nicht sehen, aber das kommt, das ist nicht die Härte, aber das letzte. Das ist der sechste Punkt. Fünfter Punkt ist anders. Fünfter Punkt, wer kann die fünfte Punkt? Mohammed, ja. In der Sprache. Masha'Allah, ihr seid, habt gut gelernt bei der algerischen Chefin. Mit der Sprache. Tafsir Koran bil-Lugha. Warum? Weil der Koran abgesandt worden ist auf Arabisch. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. La'allakum ta'qilun. Wahrlich, wir haben ihm als einen arabischen Koran abgesandt, auf das ihr es begreift. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Haben behauptet, der Prophet Muhammad Sallam hat den Koran beigebracht bekommen von einem von den Leuten der Schriften. Allah sagt, dieser eine von den Leuten der Schriften spricht nicht mal Arabisch. Hat Arabisch gelernt, aber der spricht eigentlich seine eigene Sprache, Hebräisch oder Allahu A'lam. Aber dieser Koran ist ein eindeutiger arabischer Koran. Ha? Und deshalb, die anderen sagen, A'jami und Arabi. Der Koran ist vermischt zwischen A'jami, nicht Arabisch und Arabisch. Nein, der Koran ist komplett Arabisch. Auch die paar Wörter, die manche sagen, ne, sind keine arabische Abstammung haben. Man sagt, wenn die Araber es benutzen, dann ist es schon arabisiert. Arabisiert. Auf Deutsch, was sagt man über diesen Rechner, was Sie sagen, Rechner, was sagt man über Rechner? Computer, ist das Deutsch? Aber man sagt, es ist Deutsch, haben wir übernommen, ist Deutsch. Weil einer sagt, Rechner, Rechner sowieso, kann jeder alles sein. Rechner, dann gibt es Taschenrechner. Ja. Deshalb Computer, dann ist es Deutsch geworden. Nation, die Nation. Ja. Ist das Deutsch, die Nation? Das ist Lateinisch. Und das ist eigentlich vom, also das ist kein Deutsch. Demokratie, eigentlich Demokratie, was das Wort des Jahrhunderts, Demokratie, das ist kein, das ist Lateinisch. Okay, aber wenn die Leute es benutzen in der Sprache, dann ist diese Sprache mit übernommen. Und deshalb auch die paar Wörter, die Leute sagen, das ist kein Arabisch und die finden es im Koran, das ist richtig. Aber die sind durch die Anwendung von den Arabern zu arabisches Wort geworden. Al-Lugha. Deshalb haben wir gestern, als Ustad Wissam gesagt hat, Dhulm, die Sahaba haben es sprachlich verstanden und dann haben alle Arten von Dhulm reingebracht. Aber das war falsch, weil die Methode gesagt hat, erstmal gucken wir, was der Prophet Muhammad und was Allah meint. Ansonsten die anderen haben wir sprachlich zu verstehen. Deshalb, wenn ich habe gestern den Bruder das gefragt, wegen Mihrab, kullama dakhala alayya Zakariya al-Mihrab. Dieser ist Mihrab. Arabisch, dieser ist nicht Mihrab. Das haben die später genannt, Mihrab. Aber Mihrab, Arabisch, ist ein Ort der Anbetung. Ort der Anbetung durch Al-Ibada, Maharib. Verstanden? Das ist sehr wichtig. Deshalb ist arabische Sprache wichtig. Nur deswegen. Die arabische Sprache soll geschützt werden. Die arabische Sprache ist sehr wichtig. Nicht, weil es Nationalismus und Araber sind, sondern vielmehr, weil es eine von der Methodik der Erklärung von Koran ist. Und das ist besonders die arabische Sprache, nicht die Dialekte von den Arabern heute. Manche lesen den Koran und verstehen es nach deren Dialekt. Und dann gehen die zu irre damit, sondern die müssen den Koran erklären mit der arabischen Sprache, wo der Koran abgesandt worden ist. Das heißt, die üblich war in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die sechste, das habt ihr alle gesagt, die sechste. Hast du Bobo gekriegt, Sinkis? Nein, nicht. Ja, dann sag. Ja, man sagt nicht einfach Meinung, sondern Al-Quran und Ijtihad wa Ra'i mit der Anstrengung, na, mit der Anstrengung und Anwenden des Verstands. Ijtihad wa A'mal al-Aql. Aber diese letzte muss Basis haben. Ach, Bonbon, ist mal. Ja. Ich habe von selbst
Ja, das ist ja die Sache. Das ist eine Methodik. Aber jeder kommt und macht seinen Verstand, das ist das Problem. Nicht jeder. Nicht jeder kommt und sagt, ah, ich lese jetzt und erkläre. MashaAllah. Wattini wa Zaytun. Was ist Wattini wa Zaytun? Und Feige, Feige und Oliven, richtig? Oh, MashaAllah. Feige ist gesund, Oliven noch gesünder. Feige und Oliven dienen dazu bei, dass alles, was keine Ahnung, fängt ja an schon, MashaAllah, erstmal in Ernährungswissenschaft. Dann macht er MashaAllah, Wattini wa Zaytun. Der eine ist, mashallah, psychologische Berater. Dann nimmt er im Koran und sagt irgendwas von Psychologie. Ja, alles. Und Musa a.s. ist reingekommen bei Medien. Aber da war, hat er noch ein bisschen Angst. Das ist die Wirkung der Psychologie, weil er hat Angst in seinem Dorf. Jetzt hat er wieder Angst. Aber als er gesehen hat, die Leute, mashallah, am deren Schafe und so gießen, und hat gesehen, zwei Frauen und zwei Mädchen, die warten, hat er gesagt, ach so, die haben Angst und ich habe Angst. Deshalb sind wir in den gleichen Zustand. So haben die Herzen sich zusammen geeinigt. Woher kommt das? MashaAllah, Psychologie. Jeder macht, was er will von dem Koran. Da einer sagt, 11. September, obwohl jeder weiß mittlerweile, dass es von irgendwelchen Geheimdiensten plus irgendwas, muss irgendwas geplant. Und da steht im Koran, guck mal, da steht 9. 11.09.2001. 9. Surat At-Tauba. Sura Nummer 9. 11. 11. Jus. Buchstabe 2001. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi khayr amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanharabi fi nari jahannam. Ist derjenige, der seine Gebäude, also nur damit ich verstehe, was du übersetzt, aufrechterhalten hat, auf Furcht, auf Allah besser, oder der eine, der sein Gebäude gebaut hat, alles auf einem Shafa Juruf, alles am Rande eigentlich auf Arabisch. Aber die sagen, dieser Ort heißt Gorfhar. Shafa Jurufin Har. Gorfhar, sagen die diesen Ort von diesem World Trade Center, oder? Fanharabi fi nari jahannam ist dann abgestürzt im Feuer. MashaAllah, ich weiß nicht, der auf diese Idee gekommen ist, weiß nicht, wenn er sein so dieses geniale Idee woanders eingesetzt hat, dann bestimmt hat er gewonnen, überall. Das ist Koran-Auslegung, da steht im Koran. Der Beste, der eine Bruder, der, aber das ist jetzt nicht, aber ihr kennt manche Brüder, weil man hört den Koran, aber man versteht nicht, dann hört man nur die Töne, richtig? Und nur die Wörter. Und wenn man dann Wörter hört, dann verbindet man an dem, was man auf Deutsch versteht. Wenn man es hört, ja, im Koran, in Surat Al-Baqarah, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala dann sagt, das erste Befehl, das ist, Nasa'budu Rabbakum, alladhi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا. Was hört ihr, die Deutsch, ne? وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا. Welches Wort hört ihr am Anfang? وَأُتُو. Was ist Utu? Utu, sagt er, ist im Koran, wo davon ist nicht im Koran. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا. Es ist Arabisch, Utu, und die haben dann verschiedene Arten von Früchten bekommen. Sagt, ich habe gehört im Koran, der hat gelesen, Utu. Utu ist im Koran, macht Verträge mit Utu. Das will noch, das macht Verträge mit Utu. Da, nicht, damit ihr versteht nur, das ist kein Rei hier, das ist Schrott, was er meint. Aber nur, wenn man hört das, wenn man das hört. So wie auch ein anderer, was war auch, von Corona-Zeit war auch jemand irgendwas wieder entdeckt. Ich auch nicht, das war ein Wort irgendwo, glaub mir, das guckt im Internet nochmal, da werdet ihr finden. Hat jemand auch irgendwas entdeckt da, von dieser Corona, oder weiß ich auch nicht. Ach, er ist alles, nicht unsere. Tafsir, sei es mit Ijtihad und Rai, das heißt, man muss jemand, muss der sein, damit er das anwendet. Und Rai, nicht irgendwelche Rai von wem, sondern ein Verstand, der richtig ist. Das ist die Art, die sechs Arten oder die sechs Methodik, wie man den Koran
zu erklären hat. Das ist inshallah verständlich. Bonbon ist aus. Jetzt gehen wir inshallah ta'ala zu einer sehr wichtigen Angelegenheit im Koran. Schaut, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Koran muhkam ist. Kitab uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sein Ayat sind eindeutig. Muhkam. Der andere Text sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Koran mutashabih ist. Allah nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Allah hat die beste Rede abgesandet, ein Buch, was mutashabih ist. Dann, in andere Ayah in Surat Ali Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Er ist derjenige, der das Buch auf euch abgesandet hat. Da drin sind eindeutige, muhkam Ayat. Hunna umul Kitab, das ist das Haupt des Buches. Wa ukhar mutashabihat. Wiederum das Gleiche. Und andere mutashabih. Das haben wir Problem. Einmal sagt muhkam, einmal sagt mutashabih komplett und einmal sagt hauptsächlich muhkam und ein bisschen mutashabih. Wie lösen wir auf? Das gehört zu dieser Usul Tafsir. Ich nehme eine Stufe runter, wenn ich eine Sache zum Beispiel nicht verstehe aus dem Koran, gucke ich zum Beispiel, was sagt die Sunna dazu? Nein, wir reden jetzt, ich muss ja verstehen, wir reden über Usul Tafsir. Das heißt, dann sind Wörter jetzt, die uns zum Konflikt bringen. Weil, so, jetzt für euch ist erleuchtend, das ist so wie für diese Leute, die sagen, es gibt Paradox, es gibt ja Widersprüche. Einmal sagt er, Mutashabih, der Koran, Entschuldigung, Muhkam, komplett ist Muhkam. Wisst ihr, was Muhkam ist? Eindeutig. Da gibt es keine so Zweifel, keine Mehrdeutigkeit. Und der andere sagt, er ist komplett mehrdeutig. Und ein anderer Ayah sagt, hauptsächlich eindeutig. Und es gibt da drin, was mehrdeutig ist. Wie können wir auflösen? Weil das ist der nächste Thema. Ist schwierig, oder? Verstanden, bitte? Was ist denn los? So viel. Du hast noch nicht mal gegessen, du hast Geld verteilt, mashallah. Ja, oder man? Es ist eindeutig und mehrdeutig. Ja, aber er hat eine andere Sache gesagt, es ist komplett eindeutig. Und der andere hat gesagt, es ist komplett mehrdeutig. Bist du der Mutterscherber? Wenn ich mehrdeutig schon übersetze, ist es eigentlich falsch. Weil das ist das Problem. Auf Deutsch leider kann man das nicht übermitteln. Besonders, siehst du, sogar auf Arabisch, auf Deutsch übermitteln, ist schon Bedeutung weg. Ja, noch nicht. Weiterlesen, woher, wo weiterlesen? Im Koran, meinst du? Ha? Ja, das ist, wenn du weiter diese Erklärung kommst, wie verbinden wir es zusammen? Wie können wir diese drei kombinieren? Er ist einerseits eindeutig, er ist auch mehrdeutig, da drin gibt es eindeutig und mehrdeutig. Wie können wir das kombinieren? Mohammed. Ja, richtig, das ist die Methodik, wie man zusammensammelt. Aber was machen wir, das ist der Koran so, damit wir, das ist das Thema hier, damit ihr versteht, al-ikhtilaf al-tafsir, dass man sagt hier, es gibt so viel also Unterschied im Koran. Und Allah subhanahu sagt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wenn es von jemand anderen wäre, außer Allah, dann hättet ihr da drin so viele Unterschiedheiten gefunden. So viele Konflikte, Paradoxe, Widersprüche. Das heißt, das muss ja hier irgendwas, das muss eine Regel, den wir hier nehmen, sodass wir aus diesen Regeln, es hilft immer den Tafsir von dem Koran deutlich zu halten. Die Regel sagt, wenn man findet in verschiedenen Stellen Wörter, die vielleicht verneint hier sind und hier bestätigt oder hier wurden die gesagt, ist es so
Und an anderer Stelle ist das Gegenteil. Auch wenn sie gleich im Wortlaut sind, dann sind die niemals gleich in der Bedeutung. Der Koran ist eindeutig muhkam im Gegensatz von, dass es da drin so Lücken gibt oder Fehler sich befinden oder Widersprüche da drin sind. Das heißt, er ist fest. Keiner kann ihn ändern. Keiner kann einen Fehler da drin finden. Keiner wird es Lücken in dem Koran herausstellen können. Okay? Jetzt, der Koran ist mehrdeutig. Das heißt, eine Sache mit der Bedeutung, eine Sache wurde in verschiedenen Stellen erwähnt. Zum Beispiel, wenn wir nehmen, was der Bruder gerade gesagt hat, die Geschichte vom Propheten, dann wird die Geschichte von Musa a.s. erwähnt. In Surat al-Baqara und in Surat al-Imran und in Surat al-A'raf und in Surat Taha und verschiedene Stellen. Jedes Mal hat es irgendwas an sich, dass diese Geschichte auszeichnet von den anderen. Es ist keine Wiederholung. Sondern jedes Mal gibt es was Besonderheit. Deshalb sagt man mehr Deutsch von Vervielfachung. Das heißt, die Mehrdeutigkeit hier, wenn er sagt, Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan, das heißt, er ähnelt sich zwar, aber er ist verschieden in den Nutzen, was man daraus nimmt. Das heißt, hier wurde die Geschichte von Erschaffung von Adam und was mit geschehen ist mit Iblis und die Engel. Und hier wurde auch erwähnt, in Surat al-Baqarah und Surat al-A'raf. Aber hier haben wir was davon und dort haben wir einen anderen Nutzen davon. Wenn man aber jetzt sagt, der Koran, da drin gibt es eindeutige Ayat, hier ist damit gemeint, dass es manche, also wie wir gesagt haben, bei die Kategorisierung der Koran bezüglich derjenigen, der es liest, eindeutig, das heißt, jeder Mensch deutlich und klar versteht das. Jeder Mensch, der das hört, braucht gar nichts, um es nicht zu verstehen, weil Allah SWT ihm anspricht. أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Denken Sie denn nicht nach über die Erschaffung vom Himmel und Erde? Jeder weiß, der soll nur gucken, herum. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Und auf Erde befinden sich Zeichen für diejenigen, die sich überzeugen lassen, und in euch selbst. Warum begreift ihr es nicht? Und im Himmel ist eure Versorgung. Seht ihr denn nicht? Gibt es jemanden, der das nicht versteht? Gibt es ein Universum, ein Individuum auf diesem Leben, der das nicht versteht, der ihm das nicht anspricht, der eigentlich das nicht sozusagen fühlt, als eine Ansprache zu ihm ist? هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Ist etwa nicht gekommen eine Zeit über den Menschen, wo nichts Erwähntes war? Jeder, der das hört, sofort kommt in ihm in Erinnerung, in Gedanken, ich war vor 100 Jahren nichts, vor 50 Jahren nichts, für manche wahrscheinlich vor 14 Jahren nichts, oder? Wie alt bist du? Ja, du. Ha? 11? Ja, vor 12 Jahren war nichts. Wie heißt du? Ahja, Masha und Allah, Ahja. Sehr gut, Yahya. Yahya war vor 12 Jahren nichts. Allah hat ihm vom Nichts zu Yahya gemacht. Richtig? Normalerweise, jeder soll sich darüber denken. Deshalb diese Leute, die immer sagen, überheblich, und wenn ich nicht verstehe, werde ich nicht begreifen. Und erstmal kannst du mir das wissenschaftlich beweisen. Sag, wer hat dir wissenschaftlich bewiesen, dass du vor ein paar Jahren erstmal vom Eltern dein Pampers wechseln lassen und heute kannst du auf Toilette gehen? Wie erklärst du das wissenschaftlich? Durch Selektion und, wie heißt das? Und Evolution. Das ist Evolutionstheorie. Ja, Selektion, Evolution. Das heißt, wenn keiner dir beigebracht hat, wie du dich sauber machst auf Toilette, dann wärst du bis jetzt mit Pampers, dann wärst du so geblieben.
Bei manchen besser, wenn die so geblieben wären. Dann zumindest denken die nur, wie das sich verstecken. Und nicht denken sie, dass sie beweisen, dass es keinen Gott gibt, sondern ein Urknall, der die ganze Universum zum Leben gebracht hat. Und einziger Urknall, wenn ich mal sage, was es gibt, ist in seinem Kopf. Das ist der einzige Urknall, was es gibt, der ihm dazu beigetragen hat, um zu sagen, es gibt keinen Schöpfer. Weil sein Herz, der Arme, ist tot durch diesen Urknall. Das ist der richtige Bombe. Terroranschlag. Bei jedem Kaffer gibt es einen Terroranschlag in sich selbst. Das ist richtig. Terroranschlag ist, dass sein Kopf ist urgeknallt, sodass sein Herz tot ist. So dass wir heute erfahren, dass manche auch nicht mehr wissen, ob sie männlich oder weiblich sind. Ist schon klar, dass nicht jeder männliche Wesen Mann wird und nicht jede weibliche Wesen Frau wird. Das weiß jeder. Aber jeder weiß, dass er am Anfang entweder weiblich oder männlich war. Und wenn wir jetzt die Menschen noch kategorisieren nach deren Lust und Laune, dann gibt es eine, Mashallah, kommt aus Sierra Leone und fühlt sich alles Schwede. Und dann sagt, ich fühle mich Schwede, was hast du dagegen? Ich muss meine Rechte haben als Schwede und ich muss bei der Wahl mitmachen in Schweden. Die müssen mir einen Aufenthalt geben. Warum sagen die, Ausländer müssen raus? Ah, das ist ein Anti-Ausländismus, oder wie das heißt. Und keiner darf sprechen und ich muss mit Fahne kommen. Und je weniger jemand diese Fahne zerstört oder irgendwas dagegen hat, kann sein oder nicht? Und so, nein, er wird nach Hause geschickt. Aber er sagt, ich fühle mich aber als Schwede. Der spricht kein Schwedisch, aber ich fühle mich als Schwede. Was hast du denn dagegen? Ich habe jetzt extra gesagt, nicht Deutsch, nicht das, ich sage was anderes. Dann sagt, was macht ein Schwede aus? Ja, ein Schwede mit Viking. Dann nimmt dieser mit Hörn, dann sehe ich das an, kein Problem. Deshalb sagt er, was macht. Subhanallah, versteht ihr? Das akzeptieren die nicht. Aber das andere akzeptieren die. In manchen Ländern, europäischen Ländern, wo es Freiheit ist von allem, du bist frei, alles zu machen, was du willst, aber du bist nicht frei, als Frau in eine Universität reinzukommen mit deiner Bedeckung. Warum? Weil das stört das homogene Zusammenleben. MashaAllah. Eine Schleier, was die Frau sich auswählt, nicht als Ware sich darzustellen, stört das homogene Zusammenleben. Aber einer, der wurde geboren, alles, eine bestimmte Rasse, ein bestimmtes Geschlecht und danach Maschallah macht, was er will und das stört nicht das homogene Leben, sondern das muss integriert im Leben. La ilaha illallah. Manchmal, manche Sachen, ist egal. Zurück zum Koran, das nochmal. Jeder spricht den Koran. Das heißt, ihr sagt, Mu'kam, Eindeutigkeit. Und gibt es Mutterschabe? Das sind Sachen, die brauchen einen Gelehrten, Wissenden, einer, der sich damit auskennt, um uns es zu erklären. Oder es gibt Sachen, die nur Allah kennt, und zwar die Wahrheiten der Sachen. Wenn ich euch sage, hier gibt es Karpus, hier gibt es Karpus, das ist Karpus, kennt ihr Karpus? Wassermelone, Dulla, Bottich. Das hier gibt es im Paradies? Wer ist für ja, wer ist für nein? Gibt's, Bilal, gibt es das im Paradies? Ja. Dulla, Bottich. Alles im Paradies. Sehr, sehr klar. Dann kriegst du Bombe. Nein, aber es wurde nicht erwähnt. Aber im Paradies gibt es Granatapfel, richtig? Und im Leben gibt es Granatapfel, richtig? Richtig. Ist das Gleiche? Wer weiß, wie Granatapfel im Paradies ist? Allah. Und diejenigen, die Allah das vielleicht weiß. Wie der Prophet Muhammad hat gesehen, eine, wie heißt das, dieses Traubenstrauß, nennt man das? Wie nennt man Trauben? Naam, aber nicht Inab, sondern ein Strauß auch, nennt man. Ein Inab, Arjun, ein Inab zusammengefügt. So, nicht nur ein Traube, sondern eine Sammlung. Ha. Wer heißt das nochmal? Stäbstock, Traubenstock, ja, Traubenstock, MashaAllah, das sind richtige Deutsche. Siehst du, die nicht Deutsche sind richtige Deutsche. Zurück jetzt. Zurück. Deshalb, wenn wir sagen über das, dann nur Allah kennt die Wahrheiten über die Sachen.
Wie Jibril a.s. aussieht. Jibril hat wie viele Flügel? Wie viele Flügel hat Jibril a.s.? Der Bruder mit dem Kapi. Wie heißt du? Ali. Bleib, bleib, kein Problem. Kein Problem. Kapi ist auch Bedeckung des Kopfes, ist gut. Ha? Wie viele Flügel hat Jibril a.s.? 70.000 hat er so viel gemacht. Weißt du, was 70.000 ist? Nein, nein, Mu'taz, Madhur, Ali, Wahdu, Ali. Wie viel hat er? Ah. Zwei. Da lacht man, inshallah, da lacht er. Inshallah, Daoud. 600. 600 von Daoud. Sehr schön. Ah, Bonbon. Nimm zwei, ja. 600 Flügel. Mit einem Flügel bedeckt er komplett den Horizont. Wer kann das vorstellen? Kann jemand vorstellen? Eine andere Aussage auch, manchmal, Hassan Anstufe, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von diesen Flügeln, da kommen so wie Art von Laterne und Perlen und alles. Kann keiner vorstellen. Der Prophet, als er ihn gesehen hat, mit diesen Flügeln nur gesehen hat, zwischen Himmel und Erde, ist in Ohnmacht gefallen. Deshalb versteht ihr das, die Wahrheiten der Sachen. Ha? Deshalb, wir sollten uns kümmern, in Tafsir von Koran, was uns dann angeht. Deshalb, man sagt, das Thema ist immer heißt Ikhtilaf im Koran, verschiedene Sachen im Koran und so weiter. Deshalb, wir müssen uns kümmern um das, was angeht, was eindeutig ist. Eindeutig, dass es keine Lücken und so gibt. Eindeutig, dass für uns alle ansprechbar ist. Manche Sachen müssen wir zurückkehren, zu wem? Zu den Leuten des Wissens oder deren Wahrheit der Sache obliegt nur Allah subhanahu wa ta'ala. In der Mehrdeutigkeit, das was uns angeht, ist was? Dass wir schauen in den verschiedenen Texten, hier wurde die Geschichte erwähnt, hier wurde die Geschichte erwähnt, hier wurde die Geschichte erwähnt, da muss ich die alle zusammen sammeln, damit ich daraus eine große Lehre entnehme. Hier wurde diese Thematik behandelt und es wurde nochmal in dieser Sura und es wurde nochmal in dieser Sura und es wurde nochmal in dieser Sura, da muss ich die Stellen alle zusammenbringen, damit ich einen groben, richtigen Überblick bekomme. Na? Man nennt diese Thematik hier Ikhtilaful Quran wa Ta'amul Ma'a. Die Unterschiedheiten im Koran und wie man damit umgeht. Jetzt kommt zu den Fundamenten, wie eigentlich die Anwendung, wie wir das Tafsir als Anwendung praktizieren. Das heißt, welche Fundamente haben wir, um jetzt Praxis, ne? Weil wir waren immer Praxis. Ihr lernt Theorie, gibt es Theorie. Wie im Führerschein gibt es Theorie. Du hörst Vorfahrt, Geschwindigkeit, Schilder und so. Aber Praxis ist was? Du musst ansteigen, Fahrlehrer ist da und fängst an zu zittern und Hände zu Schweiß, zum Schwitzen zu bringen. Und du weißt nicht, wo du da hinguckst, gerade links, rechts, jede Zeit. Ne? Praxis manchmal schwierig, oder? So auch jetzt Praxis. Wie ist, dass wir den Koran auslegen? Wie ist angewendet? Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn machen? Habt ihr verstanden jetzt das Thema, worum es geht? Seid ihr bereit? Bismillah. Erstens ist, dass wir nehmen einen Wort aus dem Koran und versuchen es zu verstehen. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد ist ein Wort, richtig? الصمد ist ein Wort, richtig? Oder sind zwei Wörter? Ein Wort. Jetzt, ich will dieses Wort nehmen und das muss ich verstehen. Das darf sie, ich will dieses Wort الصمد, ich habe gehört. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد ist ein Wort. Erstmal, da muss ich schauen, was ist denn dieses Wort? Ist das ein Nomen? Ist das ein Adjektiv? Ist das ein Verb? Ist das eine Buchstabe im arabischen Hinsicht? Da ist Harf, das heißt Präposition. Was ist denn das für ein Wort? Danach muss ich schauen, was bedeutet das Wort selbst? Welche arabische Bedeutungen gibt es für das Wort? Wie kann man das Wort verstehen? Dann, was gibt es dann
ähnliche Wörter, die dieses Wort oder die mit diesem Wort übereinstimmen. Das ist die Praxis. Und so nehme ich jedes Wort im Koran und kann ich dann Wort für Wort das Koran auslegen und verstehen. Aber schon kann ich nicht nur das damit gemeint, aber nur damit ich euch Praxisanwendung. Habt ihr es verstanden? Nein. Wir haben gesagt, es ist wie wir in Praxis den Koran auslegen, die Anwendung. Ich lese den Koran. Kul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Ich stoppe jetzt bei dem Wort as-samad. Ich will dieses as-samad verstehen. Richtig, ist ein Wort. Dann nehme ich das Wort as-samad. Amukumullah. Das Wort as-samad ist ein Wort. Dann sage ich ein Wort. Jetzt muss ich ja gucken, was dieses Wort as-samad ist. Ist das ein Verb? Ist das ein Nomen? Ist das ein Adjektiv? Ist das eine Präposition? Nächster Schritt. Was bedeutet dieses Wort selbst? Das Wort As-Samad, was bedeutet As-Samad? Bedeutet As-Sayyid? Bedeutet Alladhi la yahtaj li ghayri, der keinem benötigt und alles von ihm abhängig ist. Das wurde auf Deutsch dann ein Unabhängiger. Und so weiter und so fort. Das Wort, gucke ich, was das Wort eigentlich heißt. Dann schaue ich, gibt es übereinstimmende Wörter, die die gleiche Bedeutung übermitteln? Das heißt, gibt es Synonyme auf Deutsch zu dem Wort? Dann schaue ich diese Synonyme. Und so kann ich, wie gesagt, Wort für Wort immer im Koran es auslegen. Und das nennt man die Praxis Bitafsiri al-Alfad. Das heißt, jetzt ich wende den Koran. Ich mache die sozusagen Anwendung von Tafsir oder Praxis, indem ich den Koran Wort für Wort versuche zu verstehen. Alhamdulillah. Dann nicht Alhamdu. Was ist Alhamdu? Und so weiter und so fort. Ja. Gibt es ähnliche Wörter, die das Synonyme, ja, richtig. Die das Wort erklären. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt's dafür ein Beispiel? Zum Beispiel As-Samad, As-Sayyid, der Herr. Ist auch ein Synonym für Samad in diesem Praxis. Ja? Oder sagen wir mal ein anderes Wort, die das Gleiche übermittelt. Wenn man zum Beispiel sagt, irgendwelchem Wort Ata ist gekommen, ganz auch Ja'a ist auch gekommen, ja? Qadima ist auch gekommen, aber jedes hat eine andere Hinzufügung, die man hinzufügt. So wie ich gestern gesagt habe, Vater und Khalib ist gleich. Aber eine zeichnet den anderen aus. Aber er sagt, Khalik und Vater ist gleich. Okay, Badi' und Musawwar ist gleich. Aber er hat einen anderen extra Aspekt. Das heißt hier, die Anwendung, dass ich Wort für Wort den Koran auslege, das ist die Anwendung. Das heißt, wie ich mache, wie wende ich an, den Koran auszulegen? Ich nehme es Wort für Wort, ich lese den Koran und bei jedem Wort stehe ich und sage ich, was dieses Wort bedeutet. Als erstes lege ich fest, was für ein Wort das ist. So im Arabischen sind immer drei Arten. Entweder Ism oder Fi'l oder Harf. Auf Deutsch übersetzt, ist das ein Nomen, ist das ein Verb oder ist das eine Präposition? Und daraus resultierend, um zu schauen, was bedeutet dann dieses Wortes und welche Synonyme sind diesem Wort hinzufügen. Dann habe ich verstanden. Und so gehe ich zum nächsten Wort, der mich dann stoppt. Habt ihr es verstanden? Das ist die Praxis, oder nicht? Leider wendet keiner diese Praxis an, aber so ist eigentlich die Praxis. Wir lesen, seit wir geboren sind, wenn wir sprechen können, schon klar. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Ich sage euch jetzt mal, okay, auf Deutsch wird immer übersetzt, aber fragt Araber. Sagt, was ist Ghasiq? Leute lesen diese Suhr, weil sie einfach sind, bei Dhuhr und Asr und freiwillige Gebete und egal wo, wenn die lesen, lesen immer قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ. Sag bitte die Hälfte von, wenn Moschee voll am Freitag, aber wenn du inshallah irgendwann mal Imam bist und machst Khutbah, dann sag, stopp bitte Khutbah. Wer weiß, was Ghasiq ist? Aber als erstes fragst du, wer kann Surat al-Falaq nicht? Dann werden alle sagen, ohne Bonbon, Khutbah brauchst nicht Bonbon, alle werden sagen, ja, alle kennen Surat Al-Falaq. Sag, wer weiß, was Ghasiq ist? Nein, nicht ihr jetzt. Ich sage allgemein. Dann wirst du zumindest finden, ich sage euch, als Garantie,
Es ist nicht jetzt so Pessimismus, sondern ich sage euch, 70% wissen es nicht. Und nicht dann zu bewundern, wenn die Leute heute Interview machen bei muslimischen Ländern und fragen die über 10 Spieler, dann werden sie 500 Spieler vielleicht nennen. Und über 10 Schauspieler, dann werden die noch 500 dazu wählen. Aber nennen nur 3 Sahabi, schaffen sie es nicht. Abgesehen, dass du den fragst, über eine Sura und ein Wort in einem Sura im Koran, dass sie das vielleicht dir erklärt. Habt ihr es verstanden oder nicht? Das heißt, normalerweise, immer wenn wir lesen, das ist der Tafsir, das, was uns verlangt. Ich lese und ein Wort, wenn ich verstehe, sofort ist schon klar. Andere verstehe ich nicht, dann gucke ich. Okay? Alhamdulillah. Dann die zweite Anwendung, das erste Punkt. Zweite Anwendung, ich gehe nicht Wort zu Wort, sondern ich will die Bedeutung verstehen. Und das ist, was die meisten machen. Die meisten gehen nicht Wort zu Wort, deshalb sagt er, ich brauche nicht Wort zu Wort zu verstehen, aber ich verstehe den Kontext. As-Siyaq. Der Kontext im Arabisch, guck mal, wie schön auf Arabisch. Gibt es As-Siyaq. Er hat Sibaqun wa Lihaq. Das heißt, der Siyaq, der Kontext, ist abhängig von was davor kommt und was danach kommt und wo bin ich jetzt. Deshalb, wenn einer Nicht-Muslim, der eine Hass-Hintergrund besitzt und er nimmt den Koran und liest und auf einmal stoßt auf ein Ayah und sagt, فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. So tötet sie, egal wo sie befinden, und bringt sie heraus von den Orten, wo sie euch rausgebracht haben. Das ist Koran. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat den vorherigen Text weggemacht, den nachherigen Text weggemacht, den Kontext von den weggemacht und hat uns ein Ei gebracht und sagt, Koran ruft zum Töten. Dann sage ich ihm, deutsche AGB, Paragraph, keine Ahnung. Wird Bußgeld 50 Euro bestraft. Bloß, die sagt, deutsche AGB macht nur Bußgelder. Er hat nur diese Bußgeldparagraph gelesen. Ist schon klar, diese Bußgeldparagraph ist, wenn man was tut, oder? Ist abhängig von irgendwelchen Straftaten, oder? Von Ordnungswidrigkeiten. Er lacht, aber einer hat nichts zu tun. Er läuft auf die Straßen und nennt sich Mashallah irgendwas mit ihm eine. Der halb Muslim oder gewesen oder weiß ich auch nicht, was er selber war. Und Mashallah, und wird umgekreist von Polizei. Und Mashallah machen für ihn noch Schutz. Und die ganzen Steuergelder müssen auch da ausgezahlt werden, damit er Schutz bekommt, damit er provoziert. Und leider manche Muslime lassen sich auch provozieren gerne, statt ihn zu ignorieren. Da wird keiner zu ihm kommen, sondern die gehen mit Kamera und ihren YouTube-Videos, damit sie auch Likes und alles haben. Und so, schaut ihr im Koran, was da steht. Schaut ihr, wie das unterdrückt. Schaut, was euch nicht erklärt wird. Obwohl, wenn du ihn fragst, was ist Koran, er liest dann eine deutsche Übersetzung. Dann sagst du, das ist Übersetzung. Vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Ach so, geh bitte erstmal lernen Arabisch. Wenn du Arabisch gelernt hast, dann lern erstmal auch, wie man Koran hat. Kommst du bei uns in der Lesung, liest du beide Videos, inshallah, auch so eine Tafsir und so. Und wenn du das gemacht hast, dann mach weiter. Und erst dann kannst du über den Koran reden. Früher die Orientalisten, und die richtig jetzt sozusagen früher waren, sie haben es mal wirklich gelernt. Sie haben die Sunna und Koran manchmal genutzt. Das heißt, sie haben, Sheikh Abu Ishaq, Shafaqullah, er sagt, der eine der Erste, der einen Index gemacht hat für die Sunna-Bücher, für Al-Kutub al-Sitta, für die 6 Werke der Hadithe, die sozusagen wichtig ist bei den Muslimen, ist ein Orientalist. Und zwar, das Buch ist noch in Berlin, in Bibliothek, das ist in Berlin, Leute in Berlin, in Bibliothek in Berlin. Früher musste man immer Index, sagt Sheikh Musaq, musste als erstes Index, damit du weißt, wo du so ein Hadith kommst. Heute gibt es sowieso Suchmaschinen, KI, heute ChatGPT fragen. Dann sagt er diese Hadith, woher kommt und wann kommt und wer sagt authentisch, was sagt authentisch. Mashallah, du bist Hadith gelernt.
Aber der erste, der einen Text gemacht hat, ist, warum, was ist sein Ziel eigentlich? Sein Ziel ist, er wollte einfacher zu Hadithe kommen, damit sie Lücken finden, damit sie was, irgendwas finden, womit sie kritisieren. Aber heute einer, der kennt sich gar nichts aus und dann kommt und sagt irgendwas, das schon längst widerlegt worden ist. Problem ist nicht bei ihm, glaube ich, Problem bei uns. Problem bei uns, bei manchen, die ihm so eine Wichtigkeit geben und ihm noch versuchen, mit ihm zu diskutieren. Problem ist auch in der Unwissenheit, was verbreitet ist. Und Problem auch noch dazu in den ganzen Vorurteilen und Hintergrund, die Kulissen, die abspielen. Ansonsten, solche Personen hätte man niemals gehört, hätte man darüber gelacht. Die Orientalisten hätten, wenn die ihn finden, werden über ihn lachen, wenn der weiß selber nicht, was er sagt. Ohne Namen zu benennen, jeder weiß. Das ist. Deshalb nennen wir den Koran durch, oder verstehen von dem Koran durch dann allgemeine Bedeutung. Was bedeutet das? Er sagt, der Scheich hier, wenn wir nehmen einen Kontext und verstehen, was damit gemeint ist. Wir nehmen einen Kontext und versuchen zu verstehen, was mit diesem Kontext gemeint ist. Wie wir gerade gesagt haben, Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, walad dallin. Das ist eine komplette Ayah und Kontext. Der Weg derer, der deine Gnade erwiesen hast, nicht der Weg derer, die deinen Zorn zuteil bekommen haben und nicht der Weg derer, die irregeführt sind. Das ist ein Kontext. Und da habe ich den Kontext verstanden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala fordert mich, dass ich den geraden Weg gehe und hat mir den geraden Weg beschrieben durch diejenigen, die auf dem geraden Weg sich befinden und wer ist raus aus dem Weg, aus dem geraden Weg. Ist verständlich? Durch den Kontext. Nehme ich einen Teil und die zweite Sache durch, ja, das ist im Koran, durch Beispiele und Gleichnis. Und das im Koran viel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Das Gleichnis von einem schönen Wort. Und damit gemeint Kalimat Tayyiba, La ilaha illallah. Das Wort des Iman. Gleichnis von Iman und das Wort des Imans. Kashasharatin Tayyiba. Wie einem reinen Baum. Ein anderer Lauttext ist wie die Palme. Asluha thabit, ihr Ursprung ist fest geankert im Boden. Wa far'uha fis samaa. Und der Stamm kommt heraus und neigt sich dem Himmel auf, das heißt nur zum Himmel. Tu'ti ukulaha, gibt ihre Früchte kullahin, jede Zeit. Die Früchte sind eigentlich immer saisonier, aber diese jede Zeit. Bi'idni rabbiha, mit der Erlaubnis ihren Herrn. Gleichnis. Und gibt Gelehrte, wie Muqayyim rahimahullah ta'ala, er hat Buch über Gleichnisse im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist ein schönes Beispiel. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala über der Diener Allah und der Diener von allen anderen außer Allah. Was hat er gesagt? Er sagt über diese eine Diener, der hat nur einem einzigen Herr. Er ist Diener für einem einzigen Herrn. Er weiß, was er ihm zu befehlen hat. Er weiß, bei wem er sich anwenden sollte. Er weiß, wem er zuhören sollte. Das war's. Der andere aber, fihi shuraka'u mutashakisun. Der andere Diener, er wird besetzt und hat nicht einen Herrn, sondern hat verschiedene Herren. Aber nicht nur verschiedene Herren, sondern mutashakisun, die noch auch im Streit sind. Der eine sagt ihm, geh rechts, der andere sagt, geh links. Der eine sagt ihm, sitze, und der andere sagt, steh. Was macht er jetzt? Er springt. Was soll er machen? Weiß er nicht. Er weiß nicht. Das sind die Leute, die vom Gelüst, deshalb Allah hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen einer, der aufrichtig für Allah und lebt nur für seinen Herrn und gehorcht nur Allah und liebt in Allah und verabscheut in Allah und gibt Allah wegen und entzieht Allah wegen, zwischen der andere, der von Gelüste und von allem anderen Götter geführt wird. Ich sehe schon die Leute am Langweilen. Ey, Bilal,
Wer hat gesagt, was ist los? Alles, was nicht fest ist, was ist los? Der lacht. Heute gibt es keinen Kinderunterricht, heute gibt es Kindererwachsenenunterricht. Leider. Hier gibt es aber Bonbon. Habt ihr im Unterricht Bonbon? Das ist auch euer Unterricht, dann lernst du mit uns. Ja? Wie heißt du? Sa'id. As'adak Allah, ya Sa'id. Was bedeutet Sa'id? Glücklich. Bist du glücklich? Alhamdulillah. Schade, sind wir alle glücklich. Und diesseits und jenseits. Aber jetzt aufpassen. Nochmal zurück. Siehst du, wo waren wir? Die haben uns weggemacht. Über was haben wir geredet gerade? Ha? Für diejenige, der nur einen Herrn hat, ja, richtig? Und der andere Herrn hat. Und viele Herren hat. Und Gleichnisse gibt es im Koran viel. Wie gesagt, im Qayyim ist empfehlenswert. Weiß nicht, das letzte wurde, glaube ich, nicht übersetzt. Ha? Al-Amthalu fil Quran. Die Gleichnisse im Koran. Weiß nicht, kennt jemand das auf Deutsch? Gibt es das auf Deutsch? Wurde übersetzt? Mashallah. Nehmt ihr dieses Buch und liest, dann wird man viel vom Koran besser verstehen. Das heißt, die Gleichnisse dienen dazu, nicht nur Kontext, sondern einen kompletten Zusammenhang, sogar einen kompletten Thema bildlich darzustellen. Guck mal, Tauhid und Schirk ist eigentlich eine Sache, die moralisch ist, so nicht bildlich. Aber Allah hat sie bildlich gemacht, damit jeder das versteht. Nifaq ist eigentlich eine Sache, die so moralisch, nicht so, wie heißt das auf Deutsch, sinnlich, nicht irgendwas, was nicht, was man sieht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es sehen lassen. Wie? Er sagt von Gleichnis von Munafiqin, wie Leute, die gehen in Dunkelheit. Dann was haben die gemacht? Dann haben die gesagt, weil es dunkel ist, dann haben die Feuer entzündet, damit sie was sehen. Das ist der äußerliche Iman. Aber alles dann dieses Feuer gemacht haben, um zu sehen, sie brauchen es aber wann? Wenn es richtig dunkel ist. Aber alles, was richtig dunkel geworden ist, Allah hat so gemacht, dass das diese ausgelöscht wurden. Das ist der Nifaq. Er hat äußerliche Iman, im Inneren aber ist Kufr. An dem Moment, wo der Iman braucht, und zwar als Rettung im Sirat und Rettung vom Feuer, wird es ausgelöscht und landet man im Feuer. Und so gibt es zig Beispiele. Deshalb sagt der Rasulullah, تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Deshalb eine Gelehrte hat geweint, als er diese Ayah gelesen hat. Und da sind die Gleichnisse, wir geben es als Beispiele für die Menschen und nur die Wissenden begreifen es. Hat gesagt, wer die Gleichnisse nicht versteht, gehört nicht zu den Wissenden. Weil nur die Wissenden begreifen es. Das ist der richtig Wissende, der Gelehrte, der begreift die Beispiele. Von dem auch, was man in dem Tafsir von Bedeutung, wir haben gesagt, Bedeutung von einem Kontext, Bedeutung von einem Gleichnis, der uns der die Bedeutung annähert und konkretisiert, ist aber auch, es gibt ja die Bedeutung, die direkt verstanden wird, und eine indirekte Bedeutung. Was heißt indirekte Bedeutung? Das heißt, es wurde nicht sozusagen erwähnt, eindeutig, aber man versteht es sowieso. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah hat es bestimmt, dass ihr ihm nur alleine und einzig anbetet, und dass ihr gütig zu den Eltern seid. Immer jeblugan al-kibra ahaduhuma, wenn einer von den beiden bei dir den älteren Zustand oder ein Alt erreichen und die sind noch bei dir, sind noch am Leben, fala taqul lahuma uffin. So sagst du denen was? Nicht mal auf Deutsch gesagt, pfui. Auf Umgangssprache sagst du denen nicht. Und wie viele Menschen, wir leider sagen zu unseren Eltern indirekt, sein Vater weckt ihm zu Fajr-Gebet, noch schlimmer.
Das darf man nicht. Jetzt, das ist die Bedeutung. Jetzt, was ist mit einem, der noch seinen Eltern Schaden hinzufügt? Indem er sagt, wer bist du, damit mir das sagst? Ist das mehr als auf oder ist das weniger als auf? Mehr als auf. Und deshalb man sagt, dass die Bedeutung ist was? Ein indirekter Bedeutung. Das heißt, wenn es verboten ist, zu denen einfach nur zu zeigen, dass man so unzufrieden ist, indem man sagt, dann ist mein Baby Aula, dann ist es eigentlich da drin noch dazu, alles, was da drüber steht. Alles, was da drüber steht, indem man den Unzufriedenheit ausspricht, denen schlechte Wörter sagt, abgesehen von manchen, Allahu A'lam, weil die Karate oder so Beispiel anfangen, Eltern zu schlagen, heute umgekehrt. Verboten, dass die Eltern ihren Kinder schlagen. Wo ist der Verbot, dass die Kinder deren Eltern schlagen? Das gibt es nicht im deutschen Gesetz. Da kommt nicht statt Jugendamt, dann kommt Elternamt und nimmt das Kind. Nimmt das und der Vater. Nimmt der Vater um Schutz. Wo ist das? Gibt es nicht diese Kinder, Jugendliche, nicht Kinder, junge Leute, wegen Drogen kommt und überfällt seine Mutter, um das Geld zu nehmen? Verschiedene Städte und leider Muslime. Gibt es nicht ein Kind, das zu seinem Vater kommt, der ihm nicht zu seiner Spielkonsole kaufen will, damit er ihm schützt? Oder damit, er wollte ihm schützen vom Schlechten, er gibt ihm irgendwas nicht. Und dann sagt und zu seinem Vater, wer bist du, was bist du für ein Vater? Guck mal, der Hans, sein Vater hat für ihn alles gekauft. Stimmt nicht, die richtigen Deutschen auch geben nicht deren Kinder so Sachen, womit sie abgelenkt werden und womit sie nur spielsüchtig und Roboter werden. Später werden nur von KI geführt. Da werden die Menschen, ne, schon klar, wenn wir sagen, ich will googeln, was ist 3 plus 3? Er muss erstmal Taschenrechner holen. Sagt, warte, ich hole mein Handy. 3 plus 3. Jazakallah khair. Ahsant. Sa'id hat 6 gesagt. Ahsant, Sa'id. Bist du Sa'id, oder? Ahsant. Aber zumindest kannst du noch. Dein Sohn und dein Enkelkind, Allahu A'lam. Er weiß nicht mehr, dass man sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6. Er weiß nur, Siri, 3 plus 3 ergibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht 6. So wird man. Wir sitzen auch im Unterricht und sagst, kann sein. Da spricht diese Serie oder wie heißt, keine Ahnung, wie die alle heißt, Galaxie und Malazzi und Galaxie, ja? Bonbon für Sa'id, Ahsan. Das ist neue Roboter. Roboter von Bonbon. Ja, Sa'id, komm. Sa'id, aber das hat auch nicht gesagt, aber ist egal. Habt ihr jetzt verstanden, diese Gegebenheit? Man sagt nicht, das heißt, die Bedeutung ist alles, was da drüber, das heißt, hier Tafsir ist was, man sagt Tafsir, eine Bedeutung, die indirekt gesagt wird. Die indirekt was? Gesagt wird. Okay, und das viel im Koran, es gibt nur ein Beispiel, damit ihr seht. Es gibt aber, das ist das Dritte, und das ist sehr wichtig hier, das Dritte, weil viele nehmen es, es gibt aber aus dem Koran, dass man versteht, Hinweise. So filtert man Lehren, die jetzt nicht mit der Bedeutung so direkt eindeutig sind. Das ist kein Wort, was man jetzt erklärt, kein Kontext, den man hat, sondern man sagt, diesen Ayah, diese Sura, diesen Zusammenhang von einem Suren, lassen eine Lehre herausfiltern. Man nennt es Fachabisch ein bisschen wie Qiyas, Analogieschluss, oder man nennt auch Ishara, das heißt, es wurde ja auf irgendwas drauf hingewiesen. Und diese hier muss man aufpassen, weil hier wird benutzt von manchen in einem bestimmten Thema, was mit dem Kontext nichts zu tun hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Bani Israel, Musa a.s. sagt zu denen, ja, das, weil die nicht wissen, wer dieser König getötet hat, hat denen gesagt, idbahu baqara, richtig? Schächtet ein Kuh. Eindeutig schächtet ein Kuh. Er sagt, schächtet ein Kuh, wal'iyadu billah. Und das nennen sich noch Muslime.
Und das ist leider, soll ich sagen, aber die sagen trotzdem, Baqara, Baqara, ihr Kuh bedeutet, wohl iyadu billah, wenn Allahs Befehl sagt, Aisha radiallahu anha. Udu billah, woher kommt das? In welchem Zusammenhang? In welchem Distanz? Alif, Lam, Mim, Alif, Ali, Lam, Al-Hassan, Mim, Al-Hussein. Woher kommt das? Woher kommen? Was für Zusammenhang? Da gibt es gar keinen Zusammenhang. Wo ist der Zusammenhang? Gar kein Zusammenhang. Aber wenn ich, als ich heute gesagt habe, Wattini was Zaytun, Waturi Sinin. Wattini was Zaytun, Waturi Sinin, Wahad al-Balad al-Amin. Ist schon klar, redet man über Wattin, was Zaytun, okay, Feigen und Oliven. Waturi Sinin, der Berg von Tur bei Sina. Wahad al-Balad al-Amin. Weil der andere heißt sein Ort, der Berg von Tur in Sina, wo Musa al-Salam, Allah zum Treffen gekommen ist. Und das andere Balad al-Amin, das ist Mekka. Dann hat man gesagt, ah, denn Wattini und Zaytun sollte ein Hinweis sein zu einem bestimmten Ort. Warum? Weil es geht um Orte. Versteht ihr jetzt den Kontext? Oder dieses, oder sind wieder alle außer Betrieb? Nicht Flugzeugmodus, sondern nicht stören. Könnt ihr diesen Modus nicht stören? Bitte nicht stören. Wenn wir bitte nicht stören, dann hören wir auf. Das reicht. Bitte nicht, ich sollte diese bitte nicht stören. Ne? Nochmal, wenn man findet, Wattini was Zaytun, eigentlich geht es bei der Feigen und bei Oliven und bei Feigen und Oliven. Aber man sagt danach, Waturi Sin. Das heißt, diese Sina Berg, Tur Berg, Entschuldigung, bei Sina. Und diesen geschützten Stadt. Und das ist gemeint Mekka. Man hat gesagt, das sind Städte. Ach so, denn diese erste Schwur, Wattini was Zaytun, musste auch auf eine Stadt hinweisen. Dann haben die gesagt, wo ist denn dieses Tin und Zaytun und wo ist gesegnet und Mubarak? Dann haben die gesagt, in Scham. Subhana alladhi asra bi'abdihi lay min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Das heißt, alles, was rumherum von Masjid al-Aqsa, dann ist das was? Diese drei sozusagen Orte, die man sagt, ist das sozusagen geschützte Orte. Der erste Ort hier, wie gesagt, das war ja alles vor der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, Medina war ja noch nicht da. Deshalb man sagt, wo ist Medina? Warum nicht drei? Wo ist Medina? Ist noch nicht die Auswanderung. Medina weiß man noch nicht. Aber in dem Moment, die Orte, die geschützt sind, was die Leute kennen, das halt als Abu Huraira radiallahu anhu jemand getroffen hat, der zurückkam, sagte, wo warst du? Er sagte, ich war bei Jabal al-Tur, bei Berg von Tur. Er hat gesagt, wenn du mir gesagt hättest, hättest du dir gesagt, der Prophet Muhammad sagt, nur so drei Orte geht man eine Reise von Ibadah. Und da sind nur drei Moscheen, Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa und Al-Masjid al-Nabawi. Das heißt, früher, die Leute sind gegangen zum Berg von Tur. Was ist der Berg von Tur? Das ist wo Musa a.s. Allah treffen wollte. Das war sozusagen ein geschützter Ort. Und das ist Sina und das andere ist Balad al-Amin und das ist Mekka und das andere dann Masjid al-Aqsa und Mahawla. Das heißt, diese Tin und Zaytun Hinweis, das heißt, die besten Oliven, gesegneten Olivenöl und Oliven ist Humberum von Masjid al-Aqsa. Und manche sagen auch, Feige ist in Schamgebiet, diese Tin ist auch dort. Man sagt aber, wo ist der Zusammenhang? Hier der Zusammenhang von dem Kontext. Aber es ist nicht nur kontextuell, sondern das ist Ishara. Das ist Analogieschluss. Das ist sozusagen, hat einem Gelehrten so herausgefiltert. Versteht ihr das oder nicht? Das ist dann das Dritte. Hier muss man nur aufpassen, wie gesagt, das ist wirklich der Kontext, das überträgt. Das ist nicht irgendwas, was so, wie man auf Deutsch sagt, bizarr ist. Merkwürdig. Ja? So wie wir sagen, dieses Taha, das ist der Name vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seit wann? Taha sind zwei Buchstaben. Ta und Ha. Tut mir leid, vielleicht gibt es einen, heißt Taha. Aber leider unsere Eltern und alle Muslime heute Taha nennen es als Name vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wer hat das gesagt? Taha ist Ta und Ha.
Gibt es ja, mashallah, Geschwister, meistens türkische Brüder, die nennen auch Elif. Aber gesagt, wenn man so anfängt, dann muss man Elif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, mashallah. Wenn man sagt aber Elif oder Ulfa, das kommt von Ilf. Das heißt, was ist Ulfa? Ja? Man kann bei ihr immer so Liebe empfinden und man kann sie so richtig ertragen können. Das braucht man manchmal bei Frauen und bei manchen Männern, dass man den erträgt. Das ist sehr wichtig, sich gegenseitig ertragen bei der Ehe. Aber Elif ist doch ein Buchstabe. Weil bei denen diese Motto heißt, ich nehme den Koran, schlag auf, tück, 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 tück. Ah, da ist Name. Wer ist der Junge? Pharao. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, ja. Das geht doch nicht, dass man dieses Prinzip anwendet, ja. Das steht im Koran, ja, Pharao, steht im Koran. Aber das ist dann so, Pharao. Schlimmer noch, Munkar. Wie Munkar? Nennt man seine Tochter Munkar? Na, das ist auch klar. Ja, was ist Munkar? Was ist das? Nicht, dass er nicht das gibt, das gibt. Ich habe gehört, Munkar. Munkar, ich sage, was ist Munkar? Allah, das steht im Koran. So haben die genannt. Ich sage, was ist Munkar? Das bestimmt man. Dann denkst du, das ist Munkar. Allah, la ilaha illallah. Okay, ist verständlich, inshallah. Jetzt kommen wir zu einer bestimmten Sache, noch eine Sache, das sehr wichtig ist, womit wir beenden. Es ist eigentlich zu Ende seit lange, seit 2 Minuten. Aber trotzdem, jetzt reden wir über so, wie sagt man, Reihenfolge, wie man dran geht. Das heißt, wenn wir einen Text nehmen, als erstes, man sagt, ist das offensichtlich damit gemeint, Zahirul Kalam. Eigentlich immer ist damit gemeint, das ist offensichtlich. Der Koran ist nicht Geheimnis. Der Koran ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnisbuch. Das ist kein Hokuspokus. Das heißt, such das Geheimnis, das ist versteckt. Und dann manche Leute sagen, der Koran, dieses so äußerliche Bedeutung ist für autonormale Muslime. Aber für die tiefen wissenden Leute, die nicht mehr brauchen zu beten und zu fasten, sie haben den Inneren von Koran verstanden. Wo ist der Innere von Koran? Der Innere von Koran vielleicht bei denen ist Kufr oder Iyadu Billah. Das ist kein Innere von Koran. Es gibt kein Innere von Koran, der sagt, du brauchst nicht mehr beten. Warum? Weil du hast erreicht schon Yaqin. Welcher Yaqin? Du hast schon vielleicht ein Yaqin erreicht, dass du den Koran, den Iman verlassen hast. Das ist der erste Yaqin. Wenn man nicht betet und nicht fastet absichtlich und alles und sagt, gibt es nicht, ich brauche es nicht, dann hast du den Yaqin überzeugt, dass du den Iman nicht mehr zu verinnerlichen hast. Der Prophet Hassan, der Beste, der die Überzeugung hat, hat trotzdem bis zum letzten Minute, bis Sterbekrankheit, er guckt und er wollte rauskommen, um zu beten. Das ist inshallah ta'ala verstanden. Deshalb der Koran wird als erstes äußerlich, Zahirul Kalam. Man muss die Äußerliche nehmen. Und der Koran ist verständlich, kein Geheimnis. Und bitte lasst euch den Finger weg von den Leuten, du wirst sowieso nicht verstehen. Er will nur, dass du keinen Kontakt mit dem Koran bekommst. Es gibt, wie wir gesagt haben, die Mehrheit des Koran, so wie wir in Kategorie gesagt haben, was für jeder verständlich ist. Ich sage nicht, fang an jetzt zu urteilen und das zu suchen, sondern liest doch den Koran. Warum die meisten den Islam annehmen? Weil die denn die Übersetzung und die Bedeutung gelesen haben. Warum früher, man hört nur ein Ayah und man wird von dem Bandit, der schlimmste Dieb, zu der größte Zahid-Gelehrte der Zeit. Durch ein Ayah. Das ist Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala. Er war Dieb, bis eines Tages, er wollte in einem Haus einbrechen, dann hörte derjenige, der im Haus lesend, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Ist etwa nicht die Zeit gekommen für die Mu'mine, dass deren Herz Demut empfindet für die Erwähnung Allah und was auf denen als Wahrheit abgesandt wird? Das war's. Ab dem Moment von einem Dieb zu
الزاهد العالم الإمام مالك بن دينار ist geworden زاهد عالم إمام. Das ist das, was da einem Unterschied ist. Das ist kein Geheimnis. Das muss uns alle ansprechen. Lesen wir und wiederholen wir. Jedes Mal, was wir lesen, vielleicht finden wir was. Warum die meisten, Masha'Allah, Alhamdulillah, erfährt Taube? Wir beten seit 1000 Jahren, keine Träne, keine Tropfen, gar nichts. Und der andere ist gerade gekommen, gestern Ramadan, Alhamdulillah, hat Treue gezeigt und findet hinter der Imam und voll an Tränen. Weil er empfindet in dem Moment, wie wichtig das ist. Es spricht ihm das an, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم O sag zu meinen Dienern, die sich übertrieben haben gegen sich selbst, gib niemals auf von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich Allah vergibt die Sünden allesamt. Allah ist allvergeben, barmherzig. Ist schon klar, dass wir lesen, passiert nichts. Der eine fängt zu tränen. Warum? Weil er in dem Moment hervorruft die ganzen Sünden und alles und dies und freut sich mit Trauer für das, was er verpasst hat, das, was er erfährt. Der Koran spricht uns alle. Wirklich, lasst Finger weg von den Leuten, die sagen, du verstehst den Koran nicht, macht Abstand. Jeder, der will die Menschen Irre bringen, als erstes macht den Abstand zwischen ihm und dem Koran. Lass keinen Tag entgehen, bevor man den Koran liest und versteht. Nicht nur liest. Wir brauchen nicht Bedeutung, Belohnung. Ja, kriegst du Belohnung. Jeder Buchstabe 10 Hasanat. Richtig. Aber es ist nicht Ziel der Sache. Ziel der Sache ist, dass du verstehst. أن تعلم عن الله مراده, dass du begreifst und verstehst, was Allah von dir will und von mir. Der spricht doch zu mir und zu dir. Was habe ich, wenn ich jetzt die Nachricht lese, WhatsApp-Nachricht lese und lese und lese und lese? Und die Nachricht wurde doch auf Chinesisch geschickt, ich verstehe doch kein Chinesisch. Aber ich lese und ich lese und ich lese und ich lese und ich lese. Bringt dir was? Bringt nichts, außer dass ich gelesen habe. Aber die erste Sache ist, wenn ich wirklich Interesse habe, ich muss jetzt mal bei Google Übersetzer vielleicht das kopieren, paste, reintun und dann habe ich das einfügen und dann habe ich das auf zumindest Sprache, die ich verstehe. Richtig? Deshalb auch für Jugendliche und für Erwachsene, für Männer und Frauen, wir müssen so machen. Das ist die Rückkehr zum Koran. Und da einer sagt, Lösung von unserem Problem, zurückkehren zu Koran und Sunna. Ja, was heißt zurückkehren? Anfangen mit, dass wir verstehen und uns damit beschäftigen. Beschäftigen wir uns wirklich mit dem Koran? Das ist ja die Sache. Und deshalb, das gehört eigentlich nicht zum Koran. Wir sind hier Tafsir oder Koran-Exegese, Wissenschaft, aber nur als Ermahnung und Erinnerung. Von den auch hier Regeln, die man auch im Koran anwendet, sehr viel, oder dass man benutzt und braucht, der Koran, wie gesagt, wiederholt sich des Öfteren. Deshalb, man schaut auf diese Sachen, die immer sich wiederholen, sehr, sehr mit größerem Interesse. Warum? Weil es eine Wichtigkeit da drin ist. Die Sachen, die sich wiederholen immer im Koran, das ist Regel, muss man besonders behandeln. Deshalb die meiste Geschichte, die im Koran erwähnt wird, welche Geschichte von welchem Prophet? Hier, jetzt kommt. Von der Kleinen heute, die hat normalerweise Unterricht. Neben Sa'id, wie heißt er, dein Freund? Neben Sa'id, ja, der flüstert im Ohr. Wie heißt du? Na'am, du. Mohammed, Masha'Allah. Welche Geschichte im Koran von einem Prophet, die am meisten erwähnt wird? Vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, von Adam, von Isa, von Ibrahim. Nein, Muhammad muss ein Wort erstmal. Weiß ich nicht. Wann hast du. Nein, nicht bloßstellen. Neben dir, wie heißt neben dir? Schuhsmack? Levent, ja, Evet. Levent, ja. Nerde, Kissas, ne? Nein, mach einfach. Lass mich mit dir. Ich muss üben, muss Türkei nicht. Ja. Welche Geschichte im Koran wird am meisten erwähnt? Von welchem Prophet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wäre die Antwort, die üblich ist, aber die leider die üblich falsch ist.
Hinter Said, der sich versteckt. Ja. Osama, weißt du oder weißt du nicht? Ah, Sam, du kriegst Bonbon, weil du gesagt hast, weiß ich nicht. Das ist richtig. Wenn man nicht weiß, sagt man, weiß ich nicht. Ja, wenn man nicht weiß, sagt man, weiß ich nicht. Das ist wichtig. Ja, Lachali Abdullah, ja. Sam, die Geschichte von Musa. Und deshalb, das muss irgendwas bei uns aufhängen. Musa und sein Volk Benu Israel ist das meiste, was erwähnt wird. Aha. Das muss einen Klick machen im Kopf. Das sagt uns diese Regel. Alles, was wiederholt wird. Geschichte von Adam und die Erschaffung der Menschen wurde wiederholt. Warum? Weil unsere Kinder, die den beigebracht bekommen in der Schule, dass der Mensch von Affe abstammt, kann er höchstwahrscheinlich ihm sagen, vielleicht der Lehrer stammt von Affe, aber wir wissen, dass wir stammen von Adam. Dann wird morgen Jugendamt bei den Eltern sein und diese Kinder als terroristisch einstufen. Warum? Weil er das sagt, was Darwin gesagt hat. Der Lehrer ist von Affe, aber ich nicht. Freiheit der Meinung. Ich stamme von Adam. Aber er bringt uns bei, dass wir von Affen abstammen. Schimpansen. Die Frau ist Schimpansi und der Mann ist Gorilla. Ihr lacht wirklich. Dann sagt der Islam, hat die Frau unterdrückt. Evolutionstheorie und diese Naturleute haben die Frau so Schimpansi gemacht. Und deshalb wunderst du nicht, wenn die Frau überall nackig rumläuft, weil so manche Schimpansi. Subhanallah, Allah, manchmal muss man Sachen ernsthaft nehmen. Naja, zurück zum Koran. Sei der Koran. La ilaha illallah. Wirklich, wir müssen uns mehr kümmern um den Koran und uns damit beschäftigen, diese Regeln, die uns helfen, den Koran zu verstehen. Es ist leider die Zeit nicht mehr jetzt, aber es sind viele Regeln, die zu uns helfen, in verschiedenen Sachen, in verschiedenen Aspekten. Jeder wird im Koran finden, was er benötigt und braucht. Jeder wird im Koran finden, was er benötigt und braucht. Und passt auf, sagt Sheikh Salman al-Taymiyyah, sogar der Irre gehen will, wird im Koran finden einen Weg zum Irre gehen. Deshalb sagt er, man qara al-Quran liyahtadiya bihuda hadahu Allah. Wer den Koran liest, damit er mit der Rechtleitung den Koran rechtgeleitet wird, wird richtig geleitet. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ طَلَبًا لِلْضَلَالِ أَضَلَّهُ اللَّهِ. Und wer der Koran liest und er sucht dabei nur Irreführung und er sucht Scheinargumente und er sucht mehrdeutigen Aussagen, Allah lässt ihm auch irre gehen durch den Koran. Das ist Regel. Aber ich sehe schon, ihr seid am Schlafen. Wer schlafen will, hört Koran und schläft. Das ist, was wir machen. Heute die meiste Anwendung von Koran ist beruhigende, schöne Stimme, dass man schläft. Zweite Anwendung, Ruqya. Ich habe Jinn, ich habe Sihr, ich bin alle 50.000 Jinn, alle Sprachen sind bei mir. Und sucht Ruqya. La ilaha illallah. Das ist Koran, ist Shifa, schon klar. Deshalb beenden wir, inshallah ta'ala, mit wie wir den Koran nutzen. Als erstes, der Koran wird gelesen. Der Koran wird gehört. Der Koran wird verstanden. Über den Koran wird nachgedacht, das ist eine Stufe nachverstehen. Und der Koran wird in Taten und Realität eingesetzt. Wie sind das? 5. Der Koran ist ein Heilmittel von körperlichen und seelischen Krankheiten. Mit, wie gesagt, Aufpassung von das alles jetzt als Beruf nehmen und so weiter und so fort. Jeder kann selber schauen. Als Heilmittel. Der Koran ist eine Gesetzgeber und Wegweiser für die Gerechtigkeit. Ein Aufruf zu alle, sich zur Gerechtigkeit einsetzen wollen, kommt und liest den Koran. Ihr werdet finden,
Alles, was gerecht ist. Wer wiederholt die sieben? Ja, haben wir sieben Bonbons? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Siehst du? Die letzten sieben. Ja, Koran wird eine. Reicht. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Wird gehört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu Ibn Mas'ud radiallahu anhu gegangen, hat gesagt, Iqra alayhi al-Quran. Sagt, alayka aqra wa alayka unzil. Weil ich nur an Asma'ahu min ghairi. Der Prophet Muhammad ging zu Ibn Mas'ud, sagt, lies den Koran mir vor. Sagt, oh Gesandter Allah, es wird auf dich vorlesen. Und wo darf ich abgesandt? Sagt er, ich will es hören von jemand anderem außer mir. Der Koran wird. Na. Masha'Allah, ahsan. Der Koran wird. Das ist unser Thema, Tafsir, das wir verstehen. Aber ich weiß nicht, ob das erreicht, aber einer leitet dir weiter. Wie heißt du nochmal? Yahya, Yahya, nicht vergessen, Yahya. Yahya. Verstanden. Nächste. Darüber nachdenken. Kitab und anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati. Ein Buch, was wir auf dich abgesandt haben, damit sie über seine Ayat nachdenken und sich besinnen lassen. Ich weiß nicht, ob das dir erreicht, sonst weitergeleitet. Ja. Nächste. Na, Abdulrahman, du weißt, so viel Bonbon heute bekommen. Abdulrahman. Du hast kein Bonbon bekommen bis jetzt? Okay, dann sag. Nein, nachdenken hat er gesagt. Nächste. Einsetzen. Ja, im Leben einsetzen. Um, in Taten umwandeln. Taten. Amal bihi. Hier, kannst du ihm weitergeben. Ha? Jalla, sechste. Ja, der Bruder. Nein, nein, weiterleiten habe ich nicht gesagt. Das Weiterleiten ist. Das ist von dir. Das ist ein extra Bonbon, den in der Tüte nicht gibt. Na, der Koran, wer hat noch nicht was bekommen? Der Kleine, wie heißt du? Lebend, ja. Was? Ah, mashallah, sent. Man will Koran, man liebt Koran lesen. Aber was macht man als nächstes? Abdullah. Als Heilmittel für seelische, körperliche, alle Krankheiten. Auch wenn du verletzt bist, auch wenn man verletzt, auch Gift. Die Sahaba radiallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri waren bei einer Leute, die denen keine Gastfreundschaft gezeigt haben. Der Führer von diesem Stamm wurde von einem giftigen Tier gebissen. Dann hat ihn geheilt mit Al-Fatiha. Einer sagt, wie, der muss doch Gegengift nehmen, der muss mit Al-Fatiha. Ja. Und seelische Krankheit sowieso. Und letztendlich, letzte Sache, ja. Das ist gerecht. Der Koran ist der einzige gerechte Gesetzbuch. Wer Gerechtigkeit sucht außerhalb dem Koran, er ist selber ungerecht. Das war jetzt, Masha. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.